Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie man den Zylinder selber tauscht, sondern nur den Unterschied zwischen einem kaputten und einem preisgünstigen. Ich habe mir extra den günstigsten gekauft, den ich finden kann. Den werden wir verbauen und dann den Unterschied sehen. Hier ist der Zylinder, der alte. Also bei dem ist es so, dass bei dem Roller, dass mein Azubi sich darum kümmert, deswegen werde ich davon kein Video machen, sondern ich zeige euch nur halt, wie das Teil aussah nach dem Ausbauen. Hier sieht man die ganzen Riefen vom Kolben. Hier fehlen sogar ganze Stücke. Müsst ihr auch alles gut erkennen. Also das Ding ist wirklich völlig hinüber. Und hier ist auch der Zylinder. Innen drin hat er auch seine Riefen und Kerben. Ja, ihr seht es nicht so. Also die beiden sind komplett hinüber, also wirklich Murks. Dann habe ich mir natürlich hier den neuen Zylinder. Ich habe ihn schon mal in einem Video gezeigt. Eigentlich wollte ich ihn ja verbauen, war dann nicht nötig, weil ich einen gebrauchten Motor habe. Also in diesem Set, das kostet knapp über 20 Euro, ist von dem Hersteller Zitronenmarx oder irgendwie sowas. Und es ist für sämtliche Motoren geeignet. Und wir probieren es am TGB Bullet. Da ist dabei ein Dichtsatz, der Kolben selber. Das Gute an dem Kolben ist, da muss man echt sagen, echt löblich, dass bei dem Kolben schon die Kolbenringe drauf sind. Das ist richtig cool. Dann ist dabei noch ein Kolbenbolzen. Ich glaube, war 10 mm bei dem Modell. Dann hat man noch diesen komischen Ölabscheidring oder keine Ahnung, was ist. Ich verbaue den nicht. Ich mag den nicht. Dann noch die normalen Kolbenklipse sind drin. Und der Zylinder selber. So sieht er aus. So sieht er aus. Man sieht auch innen drin schön, die Laufbahnen sind schön gehont. Also es ist wunderbar. Ich werde den mal verbauen. Und, also nicht ich, sondern mein Azubi wird den verbauen. Und wir werden später mal einfach mal schauen, was damit passiert ist. Also hier haben wir den TGB Bullet, wo mein Azubi den Billigzylinder eingebaut hat. Und er kriegt den leider nicht zum Laufen. Er hat jetzt schon sämtliches durchgetauscht und durchgewechselt. Als nächstes will ich mal nachschauen, wie die Kompression aussieht. Und wir schauen nach der Quetschkante. Bevor wir die Kompression messen, schauen wir, ob ein Funke vorhanden ist. Eine neue Zündkerze ist drin. Schaut mal genau hin. Genau, geh mal nah ran. Ich zeige es nochmal. Ja, also ich habe es deutlich gesehen. Zündfunke ist super vorhanden. Da kommt jetzt als nächstes der Kompressionstest. Schaut mal hin. Ich habe Zündkerze schon ausgebaut. Da ist das Manometer. Ich mache den Vergaserschieber ganz auf und starte den Elektroanlasser. Jetzt probiere ich es noch mit dem Kickstarter. Also falls ihr denkt, warum es so laut ist, das liegt daran, weil wir keinen Krümmer haben. Und die Kompression liegt jetzt hier bei ziemlich genau 4 Bar, was für einen neuen Zylinder ziemlich schlecht ist. Ich möchte jetzt die Quetschkante messen, hat mir hier so einen Lötzinnboppel gemacht. Schaut mal, ich weiß nicht, sieht man es, erkennt man es. Da haben wir nur Lötzinn und vorne ein kleiner Boppel zusammen gemacht. Und den stecke ich jetzt vorne in den Zylinder und versuche ihn möglichst irgendwo an den Rand ranzuschieben. Und dann mit dem Kickstarter den Zylinder hoch und runter zu bewegen. Dann weiß ich, wie die... Und muss dann mit der Schieblehre messen. So, das reicht auch schon. Dann ziehe ich ihn raus. Der wurde jetzt zusammengequetscht. Ah, man erkennt es nicht. So, da wurde jetzt platt gedrückt. Und jetzt muss ich messen, wie platt der ist. Dann haben wir unsere Quetschkante und die liegt bei 1,4. 1,4 ist eigentlich gar nicht so schlecht, also nicht übel, ist okay. Den Motor habe ich ausgebaut, hier ist der Roller, ich habe ihn auf den Hocker gestellt. Hier ist jetzt das Herzstückchen, das nehmen wir auseinander und schauen, ob wir einen Fehler finden. Die Verkleidung vom Motor habe ich weggemacht. Jetzt will ich den Zylinderkopf runternehmen und ihr dürft live dabei sein. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Der Zylinderkopf ist noch der alte, der originale. Aber das tut ja nichts zur Sache. Wir wollen ja nur den Zylinder anschauen. Und den Kolben natürlich auch. So, schauen wir mal rein.
Also ist alles schön nass. Das heißt, Sprit ist rangekommen. Ja, es riecht auch nach Sprit. Ist auch alles feucht, sieht gut aus. Wenn man den Kickstarter betätigt, kommt das Ding schon einmal entgegen. Zylinderkopfdichtung. Auch alles okay. Der Zylinder sieht auch noch super aus. Und der Kolben auch. Okay, also von hier aus sieht alles gut aus. Ich mach mal weiter. Wir haben alles runter. Die Kurbelwelle habe ich mir jetzt optisch mal angeschaut. Also die hat echt null Spiel, ist in Top-Zustand. Komm hier mal näher ran, vielleicht sieht man ein bisschen besser. Wenn ich da drehe, also man sieht hier keinerlei Defekte oder so. Klar, man sieht hier außen schon ein bisschen Einschläge, weil er hatte davor schon Kolbenschaden, Zylinderschaden. Da war irgendwas, aber da ist alles draußen. Deswegen, also der macht eigentlich einen guten Eindruck. Jetzt machen wir als nächstes hier oben, schaut mal hier hoch. Hier oben machen wir mal die Membrane raus und schauen mal, wie die aussieht. Hier haben wir die Membrane, die ist ausgebaut. Ich habe sie mir gerade angeschaut, kontrolliert. Die ist lichtdicht, sie ist super, funktioniert top. Die Dichtung ist auch noch genial. Da seht ihr den Motor, hier war sie drin. Bei dem Modell muss man ja hier die Stange hier zur Seite schieben und dann konnte man es ausbauen. Ich finde keinen Fehler, es sieht alles gut aus. Wir werden alles nochmal zurückbauen und nochmal kontrollieren, was passiert. Den Zylinder und Kolben habe ich wieder eingebaut. Plastikabdeckung, da muss ich noch dran machen. Mein Azubi hat sich richtig viel Mühe gegeben, hat den Zylinderkopf plan geschliffen, hat den Zylinderplan geschliffen. Das bedeutet, ich kann darauf verzichten und wir schauen mal, was das für eine Veränderung bringt. Aber sollte man nicht nachmachen, wenn man das noch nicht gemacht hat oder keine Ahnung hat. Und immer schön mit Zweitaktür das ganze Gedöns hier einreiben, dann funktioniert das, dann flutscht das besser. Den Motor haben wir wieder eingebaut, alles angeschlossen. Ich habe jetzt beim Luftfilterkasten die Luftfiltermatte rausgenommen, weil ich das Starter-Spray direkt reinhauen will und schauen will, ob er anspringt. Ich werde das jetzt beides gleichzeitig machen. Ich werde hier den Gasschieber aufmachen. So, die Bremse drücken. Ihr seht es wahrscheinlich nicht. Und da Startpilot reinhauen und anlassen. So, ein bisschen. Nein, schau mal her. Der will noch nicht. Wir werden mal weiter schauen, woran es liegen kann. Ich komme hier mit dem Roller irgendwie nicht weiter. Ich kriege ihn nicht zum Laufen. Er zieht gar keinen Sprit mehr an. Also die Zündkerze wird trocken. Ich habe jetzt auch mal die Quetschkante gemessen. Kannst euch auch sagen, wie viel es geworden ist. Wir sind jetzt bei genau 1. Also wir sind schon deutlich runtergekommen. Weiß nicht, ob man es erkennt. Jetzt messe ich nochmal die Kompression und wir schauen, was sich da getan hat. Die Kompression testen wir jetzt auch nochmal. Ich habe es schon alles aufgebaut. Schaut runter. Zuerst probiere ich es mit dem Elektroanlasser und dann kicke ich noch ein paar Mal mit dem Fuß. Jetzt noch mit dem Fuß. Und wir schauen mal, wir haben ein klein wenig mehr. Also von der Kompression hat es fast nichts gebracht. Schade. Also ich weiß jetzt nicht, woran das genau liegt. Vielleicht ist dieser Zitronenmax-Billigzylinder tatsächlich schlecht. Ich weiß nicht genau, wie ich das testen soll, aber ich weiß schon genau, wie ich es testen soll. Und zwar werde ich jetzt einfach mal schauen, ob ich einen anderen Zylinder besorge und den in den Motor einbaue. Den habe ich schon ausgebaut, könnt ihr mal hier sehen. Also er ist wieder draußen und da schauen wir mal, was wir finden und ob wir einen anderen reinmachen. Und wir sehen uns dann wieder in Teil 2.